Diese Männer waren in der Heilstätte von Belitz. Sie ist verlassen und sie haben da den Psycho, den Schleicher von Belitz, gefunden und wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Alle Leute, die aus dieser Gegend kommen, schaut das Video auf jeden Fall nicht. Wo ist meine Uhrzeitengang und wie viel Uhr habt ihr das Video gesehen? Und an alle Leute, die den Link kopieren, die bekommen natürlich ein Follow. Diese Männer sind YouTuber und sie besuchen immer wieder verlassene Gebäude, verlassene Heilstätten und versuchen, was Paranormales zu finden. Es gibt ein Gerücht, dass in Belitz bei der verlassenen Heilstätte ein Schleicher existiert, der jedes Mal einem zuruft. Und was er genau zuruft, hören wir jetzt. Ich finde das schon richtig krass, was da abgeht, und diese YouTuber haben auf jeden Fall keine Angst gehabt. Der Schleicher von Belitz ruft sie die ganze Zeit und will mit ihnen spielen. Er will ihnen ein bisschen Angst einjagen. Das Video endet so, dass die Jungs am Endeffekt da rausgegangen sind, aber sie eine Verfolgungsjagd mit dem Schleicher von Belitz hatten. Würdet ihr euch trauen, da reinzukommen? Und weiß jemand...